Willkommen zurück bei Assassin's Creed Origins. Ja, wir waren hier quasi nie wirklich unterwegs, aber wir wollen mal eben den Schnellreizpunkt da oben haben. In der Hoffnung, dass jetzt irgendwie das mir goldene Fragezeichen aufdeckt. Wow. Das ist jetzt mein Wunsch. Ich glaube, ich komme hier nicht anständig mit dem Kamel weiter. Das wäre jetzt mein Wunsch. Ich würde gerne die Fragezeichen aufgedeckt bekommen. Also die gelben. Ich möchte jetzt an dem Punkt hier herausfinden, ob das eventuell tatsächlich eine Rolle spielt. Ich habe 9 von 12. Das gefällt mir nicht. Mir fehlen 3 Stück. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wo diese 3 sind. Und ich bin jetzt eigentlich zu faul, mir im Internet eine Karte rauszusuchen. So, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Wenn das jetzt funktioniert, dann müsste ich ja jetzt auch noch alle Aussichtspunkte abgrasen. Da habe ich ja mal überhaupt keinen Bock drauf. Weltkarte aktualisiert. Dem ist auch nicht so. Aber was haben wir denn da? War das schon vorher da? Vielleicht habe ich es einfach nur übersehen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es schon da war. Ich weiß nicht, ob es neu ist. Aber wir haben dann noch ein goldenes Fragezeichen. Wo die Frage ist, ist das ein... Ich befürchte fast, es ist kein Steinkreis. Aber versuchen kann man es ja mal. Sieh du, Budget. Mich auch. Ich hab dich auch lieb. Ich versuche jetzt mal schnurstracks zum Wasser zu kommen und von da aus ein Boot zu nehmen. In der Hoffnung, dass das klappt. Ein Boot hätte ich schon mal. Und auf geht's. Ich glaube, ich bin aufgelaufen. Also, das könnte an dem riesigen Stein liegen, auf dem ich liege, aber ich glaube, ich bin aufgelaufen. Und hier ist tatsächlich ein Steinkreis. Schön. Jetzt ist die Frage, hat tatsächlich dieser Aussichtspunkt das jetzt herbeigeführt oder habe ich den einfach nur übersehen? Ich weiß es nicht. Was ist das? Der Bumerang? Die Waage! Ah, die Waage. Nevermind, das ist die Waage. Das ist die Waage, genannt Khonsu. Wenn wir sterben, wiegt die Göttin Ma'at unsere Herzen darauf mit ihrer weißen Feder auf. Ich erinnere mich. Wenn unsere Herzen rein und leicht sind, wandeln wir im Gefilde der Binsen. Sehr gut. Du hast zugehört. Die Waage misst Wahrheit und Gerechtigkeit. Deshalb pflegen Magi diese beiden Tugenden vor allen anderen. Die Frage ist gerade eher, wo ist die scheiß Waage? Warte mal, wir haben doch nur noch 3 Punkte, da muss es nicht hier sein. Thank you.
Chonsu. 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 Ja. Okay. Damit fehlen uns nur noch zwei. Und jetzt kommt die Frage. Wo? Ich habe 6 Fähigkeitspunkte schon wieder. Giftfeine, Tierdoktor. Okay. Okay. So. Das ist natürlich die Frage. Dass das da ein Steinkreis ist. Das ist nur wieder ein Ding. Ist die Frage, gibt es eventuell Steinkreise im Meer? Ist da irgendwo weil in beispielsweise in The Witcher 3 gab es ja mehrere solche Sachen. Hier habe ich die Schnellreisepunkte, habe ich aber alle, also warum? Ach, meine Güte. Habe ich hier irgendwo einen Schnellreisepunkt nicht und deswegen kann es sein, dass das Ding nicht gelb ist oder so. Golden. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Im Zweifelsfall hier. Wir versuchen's. Wir gehen gleich tatsächlich die Ideen aus. Wir gehen gleich die Ideen aus, wo die letzten zwei Grabmäler sind. Nicht Grabmäler, was rede ich denn da? Die letzten zwei. Retter. Der taucht dann einfach aus dem Nichts auf. Das ist eigentlich ganz witzig. Ich muss mir den mal kurz ausleihen. Mhm. Und auf geht's. Da hinten qualmt schon mein Aussichtspunkt. Ja, mal gucken, ob da jetzt irgendwas golden wird. Weil dann würde das wirklich mit dem Aussichtspunkt zusammenhängen und dann... Ha! Dann frage ich mich, wo ich den letzten... Wo ich den wahrscheinlich schaue ich nach, wo ich das letzte... Welches... Also... Wo ich das letzte Sternzeichen finde. Suche ich mir eine Karte oder sowas. Das sieht jetzt nicht... Ach doch, das ist der Elefant. Nee, jetzt auch wenigstens hier ein Elefant ist. Das Nisi-Lager. Ich hab gar nicht vor, hier zu sein. Alles gut. Greift mich bitte nicht an.
habe keine Lust auf euch, ihr habt keine Lust auf mich. Wir bleiben alle am Leben und alles ist gut. Moment mal, hier war ich schon mal. Hier war die eine Quest, wo die Tochter ertränkt wird. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Warum bin ich da bitte nicht hochgegangen und hab... Na egal. Okay, synchronisieren wir mal und gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo ein goldenes Fragezeichen erblicken. Tu mir den Gefallen und sag ja. Nein. Kein goldenes Fragezeichen für mich. Ja. Wo sieht es denn hier noch so ein bisschen nach einem Steinkreuz aus? Mir fehlen zwei Stück. Ich weiß nicht wo. Da ist ein Grabmal. Das hier ist die Sphinx selbst. Da ist schon Siva. Hier ist noch eine. Da ist tatsächlich noch eine. Ich habe noch einen gefunden. Ha! Scheibenkleister. Das Problem ist, man kann die Karte nicht unfassbar weit rauszoomen, weil die Fragezeichen dann einfach verschwinden. Das heißt, man muss die ganze Zeit in so einem total nahen Zoom an der Karte entlang gehen, um zu gucken, was einem da noch fehlt. Das ist irgendwie nicht so geil gemacht. So, 600 Meter. Kriegen wir irgendwie hin. Hanecheru. Und dann fehlt uns tatsächlich nur noch einer. Wow, ich habe da natürlich keine Ahnung. Wo? Oh wow. Tschüss. Wow. Ja, so viel hartes Leder, wie ich ursprünglich mal gebraucht habe, werde ich immer nervös, wenn ich Nilpferde sehe. Deswegen habe ich immer, also ich will die dann irgendwie immer töten. Weil ich mir denke, hartes Leder! Yay! Brauche ich natürlich eigentlich nicht. Wow! Agieren. Das ist ein W oder ein M, ja. Was ist das? Die Schlange? Warum reden die? Papo, denkst du, ich werde viele Kinder haben? Hoffentlich schenkst du deiner Mutter und mir viele Enkelkinder. Dann muss ich mir wohl eine Frau suchen. Du bist jung, mein Sohn. Es gibt keinen Grund zur Eile. Ich werde mich nicht hetzen. Aber was ist, wenn ich es schon weiß? Du musst erst lernen, ein Magi zu sein.
Oh, Tavirit. Das war das Nilpferd. Tavirit, Entschuldigung, ich habe ihn gerade mitten im Satz unterbrochen. Okay. Ja, und damit stehen wir vor einem Problem. Und dieses Problem heißt, wo zum Teufel ist der letzte Steinkreis? Vielleicht da? Wenn ich behaupte, dass der golden ist. Problem ist, pass auf. Hier verschwinden dann schon die Fragezeichen. Das ist doch scheiße. Das ist weiter rauszoomen, als so kann ich nicht. Und ich sehe so halt nur einen kleinen Teil der Karte. Warum kann ich das nicht komplett rauszoomen? Ich verstehe das nicht. Ich muss irgendwie... Ich glaube, das wird ein gelb leuchtendes Fragezeichen sein. Mich wundert, dass hier oben kein einziges ist. Oder soll das da gelb leuchtend sein? Ich weiß nicht, wo ich den letzten Steinkreis finde. Ich versuche gerade jedes Fragezeichen mehr anzugucken. Zu schauen, ob das gelb leuchtet. Aber... Ja, das hier leuchtet gelb. Toll, das ist wenigstens toll. Das ist ein Grabmal. Das bringt mir herzlich wenig, meine Freunde. Es sei denn, natürlich, mir fehlt hier so ein Aussichtspunkt und dann sehe ich die nicht. Hier ist auch ein... Ja, es wird auch ein Grabmal sein. Verarscht mich doch nicht. Ich weiß, dass das da ein Grabmal sein wird. Ich glaube, ich schaue nach. Ja, ich schaue nach. Einen Moment. Okay. Ich glaube, herausgefunden zu haben, wo ich hin muss. Mir fehlt anscheinend tatsächlich irgendwie da in der Nähe. Also ich sehe das Fragezeichen nicht mal. Wenn das richtig ist, wenn ich mich jetzt gerade nicht vollkommen vertue, sehe ich nicht mal das Fragezeichen. Wir müssen in diese Richtung. Wir sind gerade hier. Ich möchte jetzt zu diesem Aussichtspunkt gerne, weil ich behaupte oder befürchte, dass wenn ich diesen Aussichtspunkt mir nehme, ich das Fragezeichen sehe. Was habe ich da gerade angeht? Ach, ein Löwe. Sorry. Jetzt bin ich gespannt. Ob es so wirklich so ist, wie ich befürchte, oder nicht. Ja. Wenn es so ist, dann ist das irgendwie... Naja. Ja, dann hätte ich mich auch noch Wund suchen können. Das hätte dann nichts gebracht. Schau mal. Oh.
Und ja, danach gehen wir übrigens natürlich der Hauptquest weiter. Also wenn wir jetzt diese Steinkreise abgeschlossen haben, dann werde ich der Hauptquest weitergehen und dieses Spiel tatsächlich dann abschließen. Wenn dann nicht noch irgendwelche Nebenquests auftauchen, aber das glaube ich eigentlich nicht. Also nicht unbedingt, nicht zwingend. So, schauen wir mal die Gart. Bekomme ich da jetzt ernsthaft mein Fragezeichen angezeigt, was golden ist? Bekomme ich. Ich glaub's nicht, ey. Ja, tatsächlich wunderbar, dass ich nachgeguckt habe, weil da wäre ich ja nie im Leben hingekommen. Mein Schokobo mag mich wohl gerade nicht. Dankeschön. Kommst du auch mal? Das ist lieb von dir. Muss ich jetzt ins Tal? Ich muss ins Tal. Oh. Ich muss ins Tal. Und damit ist das da hinten unser letztes Sternzeichen. Oh. Ha. Schon irgendwie ein bisschen ärgerlich, dass ich jetzt nur in diesem einen Aussichtspunkt da tatsächlich nachgucken musste, wo das ist. Ist schon irgendwie ein bisschen doof. Aber naja. Das ist kein Steinkreis. Das ist der Steinkreis. Scheiße! Was ist das hier? Boah, ich glaube, mein Schwein pfeift. Das hier ist ein Grabmal. Ich will eigentlich gar nichts. Ich will hier gar nichts. Vor allen Dingen feiern die hier so schön. Jetzt muss ich auch noch schwimmen, ist das euer Ernst? diese ganzen Kohlenstoffkristalle, ne? Ich muss gestehen, ich bin fast schon zu faul. Hallo, könntest du das doch auch sagen? Wahrscheinlich kann er jetzt viel länger unter Wasser bleiben. Ach, ich bin schon da. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Das ging ziemlich schnell. So, und raus hier. Und zu meinem Steinkreis, bitte. Der sich dort oben... Wow! Das war nicht beabsichtigt, aber vielleicht war das ganz gut so. Komm her. Hoch, hoch hinaus zu meinem Steinkreis, bitte. Und das sollte dann endlich der letzte sein. Ja.
Und im nächsten Part gehen wir dann zur Sphinx. Oh. Klären mit der ab, was ich dafür jetzt bekomme, dass ich alle Steinkreise gesammelt habe. Und dann geht's mit der Hauptquest zum Ende des Spiels. Okay. Das ist das Rentier. Rudolf. Hey, was ist mit dem Mädchen, das du magst? Ich habe nie gesagt, dass ich sie mag. Wir waren Freunde, aber sie benimmt sich komisch und geht mir aus dem Weg. Vielleicht, weil sie dich auch mag. Wir sagen oft nicht das, was wir meinen. Irgendwann sagt man die Wahrheit. Wieso geht sie mir aus dem Weg, wenn sie mich mag? Das sollte dir deine Mutter erklären. Ich bin besser mit den Sternen. Das ist der Ziegenfisch. Von den Griechen Steinbock genannt. Der Gott hat den Kopf eines Ziegenbocks und den Körper eines Fischs. Siehst du? Nicht mal bei den Göttern ergibt immer alles einen Sinn. Das war's. Der Ziegenfisch. Das war der letzte. Nun kann ich alle Teile nach Siva bringen. Wieso nach Siva? Wieso in Siva? Was? Warum denn in Siva? Ja, machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß mit Videos. Euer Hedi.